Das hier, das wird mein Biwakplatz sein. Genau hier werde ich jetzt mein Tarp aufspannen. Das wird so richtig geil sein. Ich habe gerade meinen Tarp aufgebaut und das hier, das ist meine Lieblings-Tarp-Aufbau-Variante. Den Tarp, den sieht man kaum. Das vermischt es so richtig gut zum Wald. Eine richtige Waldbodenfarbe. Ich werde hier ein bisschen rumchillen und abwarten, bis komplett Dunkle kommt. Weil ich finde das voll cool, alleine im dunklen Wald zu sein. Oh, guck mal hier, hier vorne. Hier läuft eine Zecke rum, die ist voll scheiße. Das heißt, ich werde heute bestimmt ganz viele Zecken bekommen. Guck mal, es ist jetzt komplett dunkle geworden und ich bin jetzt gerade hier mitten in diesem dunklen Wald und prüfen, ob ich heute von irgendwelchen Tieren aufgegessen werde. Hier von Hirschen oder Wildschweinen oder irgendwelche Zecken oder Kellerasseln oder sowas. Vielleicht kommen Füchse, tollwütige Füchse oder Kaninchen raus. Oder irgendwelche Mäuse, die an meinen Ohren, meine Ohren abknabbern oder so. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin erwacht und mein Gehirn ist verseucht und ich weiß nicht warum. Heute sind mir ganz viele Viecher gegen mein Gesicht geflogen und die sind irgendwie hier ertrunken in meiner Grableuchte, also das, was ich als Licht benutze. Ich weiß zwar nicht, was die hier drin machen, aber genau, die sind irgendwie da drin ertrunken in diesem Wachs. Und guck mal hier. Hier vorne ist dieser Käfer. Hier laufen ganz viele von denen rum. Und ich wurde heute auch von Nacktschnecken belästigt. Genau, hier, guck mal. Guck mal hier, mein Pullover ist hier voll mit Schneckenschleim. Das ist voll scheiße. Bah, hier vorne an meinem Tab klebt eine nackte Nacktschnecke drauf. Die ist so richtig nackt und die stört. Die stört mich, denn das stört den Natururin. Das ist voll scheiße. Aber mir sind auf jeden Fall in der letzten Nacht mehrere Nacktschnecken rübergelaufen. Hier, guck mal. Guckt euch das mal hier vorne an. Das ist mein Schlafsack und hier sind Nacktschneckenspuren. Das haben genau diese Viecher hier vorne verursacht. So sieht mein Shelter jetzt aus. Ich habe diese Seite, was eigentlich diese Wand davor war, jetzt herausgemacht und abgespannt, damit ich so einen richtig geilen Ausblick in den Wald habe. Und das ist voll scheiße. Die ganze Zeit ist da so eine richtig versiffte Wolkendecke, wo irgendwie gar kein Licht durchkommt. Und auf der Kamera sieht man das zwar nicht so gut, aber es ist ultra dunkel hier die ganze Zeit. Und das ist voll scheiße. Das macht irgendwie einen träge. Und Unlust, dass man irgendwie was draußen unternimmt. Barfuß draußen rumzulaufen ist voll cool. Und es muss mehr D3-Schepperung auf meinen Füßen drauf sein. Weil wegen dieser Fußverletzung habe ich dieses Jahr zu wenig barfuß gelaufen. Deswegen sind diese scheiß Füße so weiß. Die Füße, die müssen noch viel mehr D3-Verschepperung verspüren. Guck mal, was ich mitgenommen habe. Da ist ein Brot drin mit sowas. Das ist Fleisch, also Jägerwurst oder sowas. Ich werde den jetzt essen. Das ist mein erstes Essen für heute. Und mich stört das extrem, dass es heute den ganzen Tag so ekelhaft dunkel ist. Es ist heute kein einziges Mal Sonnenschein gekommen und wir haben es jetzt schon spät Nachmittag. Und wenn überhaupt gar keine Sonne rauskommt, habe ich überhaupt gar keinen Bock, irgendwie was anderes zu machen, außer rumzuliegen. Und das nervt mich total. Ich bin so richtig widerlich. Und ich wurde gerade von dieser scheiß Mücke gestochen. Das juckt hier rum. Hier sind auch ganz viele scheiß Mücken, die nerven mich. Die haben mich auch die ganze Nacht genervt, diese scheiß Mücken. Die Mücken müssen weg. So, dunkle ist vollständig da und ich bin immer noch barfuß. Und guck mal, ich zeige euch noch mal diesen dunklen Wald, wo ich heute übernachte. Es war genauso wie letzte Nacht mitten in diesem verdunkelten Wald. Boah, hier sind überall Nacktschnecken. Hier, ich weiß nicht, ich werde hier die ganze Zeit von diesen Nacktschnecken hier verseucht. Das ist voll scheiße. Das ist ein richtig beschissener Schlafplatz. Guten Morgen, die Nacht war so richtig widerlich gewesen. Die ganzen Nacktschnecken haben mich so richtig belästigt. Die sind die ganze Zeit über mich rübergelaufen, mit Schleim und so. Weil guck mal hier, hier auf diesem Pullover ist ganz viel Schleim drauf. Hier in meinen Schuh ist auch so eine Schleimspur drauf. Mein ganzer Schlafsack ist hier so richtig voll von diesen ganzen Schleimspuren. Ich bin sogar mit ganz vielen Nacktschnecken aufgewacht, die waren unter mir. Unter meinem Schlafsack, das war voll scheiße. Und eine Nacktschnecke, also die hat mich so geweckt, die ist über meinen Kopf, über meine Stirn drüber gekrabbelt. Das war so richtig widerlich gewesen. Das war ein richtig ekelhaftes Gefühl auf der Stirn, wie die mit ihren Schleim hier rüber gekrabbelt ist. Bah. Das war eine richtig widerliche Nacht gewesen. Guckt euch mal an, wie versaut mein Schlafsack hier vorne ist.
Hier sind überall diese Nacktschneckenschleimspuren. Und guck mal, hier vorne liegt schon wieder eine Nacktschnecke. Und hier kriecht auch eine rum. Guck mal, auf meinem zweiten Pullover ist auch ganz viel Schneckenschleim drauf. Sogar auf der Kopflaupe ist Schneckenschleim drauf. Selbst auf meiner Schiene ist ganz viel Schneckenschleim drauf. Mein italienischer Koffein ist fertig. Mir ist eben gerade eine ganz beschissene Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, hier vorne, dieser kleine Punkt, dieses hier, das ist eine Zecke. Die muss entfernt werden. Ich habe die Zecke entfernt. Und hier vorne, dieser kleine Punkt, das ist auch eine Zecke. Die muss auch ab. Ja, hier an dieser Kniekehle habe ich eine gefunden. Jawohl. Oh Scheiße, mir ist gerade aufgefallen, dass ich glaube ich genau hier im Auge eine Zecke habe. Das heißt, ich muss den entfernen, das wird richtig die Scheiße sein. Das ist die übelste Stelle gerade. Oh Mann. Schmerzt, ey. Das ist richtig scheiße, das rauszukriegen. Oh Mann, das. Boah, ich glaube, ich habe die Zecke endlich entfernt. Das war, glaube ich, die beschissenste Stelle gewesen, wo ich bisher eine Zecke hatte. Selbst am Sack, eine Zecke direkt auf den Sack zu haben, war angenehmer als das hier gerade. Es war gerade so richtig mies und scheiße gewesen. Ich bin ganz gespannt drauf, wann ich Borreliose und FMSE aus meinem Auge rausspritzen kann, um andere zu ärgern. Ich bin so richtig gespannt drauf. Zecken am Auge sind so richtig mies. Boah, guck mal, hier laufen überall diese ganzen Käfer hier rum, die hier schon ganz viel Scheiße und so weiter in ihrem Leben gefressen haben. Und Durchfall und so. Die krabbeln hier mit ihren Scheißfingern an meinen, wie heißt das doch mal, Gaskartusche und Kocher dran. So, damit mein Magen voll wird, werde ich jetzt noch was zum Essen kochen. So, Fressen ist fertig. Und das schmeckt wieder voll cool.